Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, da sind wir mal wieder mit einem interessanten Thema aus dem Hause Apple. Ich selber bin ja auch ein Apple-Nutzer. Ich habe hier mein MacBook Air in Nutzung und natürlich so ein Mac Mini hier in der Ecke. Und da kam in letzter Zeit sehr interessante und mitunter für mich abenteuerliche Informationen auf den Markt. Meistens in der Mac-Welt und von Apple selber. Das erste, was war natürlich war, das ist das mit den Displays, die hier brechen beim MacBook Air, also die Spannungsrisse aufweisen etc. pp. Also ich frage mich, wie soll das gehen? Also das ist alles schön verarbeitet, alles super, kein Problem. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, die Kameraabdeckung, das passt da nicht. Ja, da macht halt keine Kameraabdeckung rauf, oder diese, was weiß ich noch, irgendwelche Schutzhüllen oder keine Ahnung, was ihr dazwischen klemmt, wo es kaputt geht. Also ich würde nie auf die Idee kommen, hier irgendwas dazwischen zu klemmen. Schaut mal, ich habe hier hinten das Lenovo, ja. Das ist, wenn man das aufklappt, ziemlich instabil. Also ist nicht so stabil wie euer MacBook. Auf gar keinen Fall. Da passiert es vielleicht eher, aber wie das hier gehen soll, keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie geschafft. Da muss man ja richtig Kraft aufwenden. Wenn es natürlich ein Herstellerfehler ist, der ja durchaus vorkommen kann, dann ist es ja was anderes. Aber das merkt ihr dann recht schnell. Aber nicht nach einer Weile an Nutzungszeit, so wollte ich das sagen. Okay, die nächste interessante Aussage war hier: Spielen am MacBook Pro. Gut, das kann ich jetzt direkt nicht vergleichen, weil ich habe ja das Air. Aber wenn man zum Mini geht mit derselben Ausstattung von der Hardware, muss ich sagen, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Also, wenn ich hier gucke bei mir, ich habe hier zwar auch, oh, muss mir auch mal ein bisschen Platz schaffen, zwei, drei Spiele. Also, was geht? City Skylines habe ich hier versteckt. Könnte man vielleicht mal eine Bildschirmaufnahme machen, aber ich sage es nochmal. Funktioniert. Es funktioniert auch das Transportfieber, hat aber nicht das passende Icon gerade. Und dieser American Truck Simulator, was komischerweise hier beim M1 nicht starten will, obwohl es angeblich gehen sollte, ist Formel 1 2016. Keine Chance. Obwohl es ältere Spiele sind. Also die haben gesagt, ältere Spiele gehen. Ja, gut, City Skylines ist klar, funktioniert schon immer auf dem Apple. Transportfieber war ich etwas überrascht, dass das geht. Und bei diesem American Truck Simulator muss ich sagen, wenn ich das am Apple spiele, ja, mit meinem Setting kriege ich Augenkrebs. Also das drückt richtig auf die Augen. Ich weiß auch nicht warum. Gehe ich rüber zu meinem ganz normalen Gaming Notebook, Book, nicht Puck, von Lenovo. Der hat ja nur eine 1650 drinne Grafik. Ja? Viel besser. Viel entspannter. Tut auch meinen Augen gut und man kann wirklich da interessantere Spiele spielen. Hier sagt man ältere Spiele, keine AAA-Spiele, also neuere Spiele gehen nicht. Würde wahrscheinlich bei meinem Notebook auch nicht gehen, aber grundsätzlich beim M1 habe ich noch nie richtige Rennspiele großartig entdeckt, die auch richtig laufen. Ich spiele in der Regel am PC Formel 1 Spiele. Ich habe dort auch noch R-Factor 2, was so eine Rennsimulation von unterschiedlichen Fahrzeugen sind, die mit allen möglichen Umgebungsvarianten gespickt sind. Also, wie soll ich sagen, die Simulation selber. Also Reifenabbau, Temperaturen, wenn dann frische Reifen draufkommen, man merkt, dass die dann frisch sind. Das Ganze ist nicht nur Grafikkarten belastet oder GPU belastet, sondern auch mit über CPU. Man braucht dort richtig Power. Okay, wird natürlich auch ein bisschen wärmer, als wenn man hier diese komischen Spielchen, nein, nicht diese komischen, die anderen Spiele hier spielt, aber Leute, das könnt ihr nicht vergleichen. Das geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, also MacBook ist zum Spielen da. MacBook Pro. Also das sehe ich nicht so. Meine Apple-Peripherie, die ich hier habe, ich habe hier drüben auch noch, das erkennt man hier so, die schwarze Hülle, noch ein iPad Air. Das ist für mich eher was fürs Produktive. Und dementsprechend habe ich dort wirklich sehr gute Sachen. Wenn wir wieder beim Produktiven sind, kommen wir jetzt wieder. Also, nein, ich muss nochmal schnell zurück zu dem Spiel. Also, hier ist eben halt wahrscheinlich die Umsetzung fehlt hier noch.
Ich weiß nicht, wie die Apple GPU arbeitet, mit welchen Befehlssätzen. Und man kann das wahrscheinlich auch gar nicht so einfach umrechnen, wie man sich das denkt. Viele Online-Spiele funktionieren, auch die über Apple Arcade geht, ja, aber das ist ja nicht die Hardware, die bei euch ist. Zum Beispiel, wenn ihr Arcade nutzt, da nutzt ihr ja die Hardware quasi aus der Cloud oder die ist ausgelagert. Das müsste man euch dann nochmal anders erklären. Mich interessiert sowas gar nicht, weil ich habe lieber die Hardware dann da und spiele zu Hause ganz in Ruhe ohne Online-Spiele, weil Online-Spiele verbrauchen nicht so viel Ressourcen wie die wirklich guten Spieltitel, die dann, die ihr separat auch offline spielen könnt. Ja, ich meine, guck mal hier zum Beispiel dieses Game Dev Tycoon, das könnt ihr überall spielen, das ist 0815. Gut, also, und man muss, ja, jetzt habe ich es, ich hab's. Aller Wahrscheinlichkeit ist dann auch doch die Umsetzung von dem x86er Befehlsstruktur, die ja dann wahrscheinlich auch noch angepasst ist an den Grafikkarten. Das kommt dann wahrscheinlich noch gar nicht so hin bei den Entwicklern, noch gar nicht so an. Ich denke mir, es kann sich ändern. Es wird angedacht, dass wohl irgendwann die Apple GPU, die ja mit verbaut, der ja hier verbaut wurde, entweder im MX, was habe ich denn jetzt, oder im M2 dann, das Niveau von einer 1080 Ti erreichen kann. Aber die Karte ist auch schon ein bisschen älter. Also da muss sich Apple noch ganz schön strecken. Und vor allen Dingen muss auch die Möglichkeit bestehen, dass man da an Entwickler rangeht oder ja, diese auch mitnimmt, damit diese auch entsprechende Spiele entwickeln. Ja, die auch wirklich Spaß machen und die auch die Leute vom PC-Markt rüberholen, was hier aktuell nicht der Fall ist und auch nicht geht, weil ja, es schafft der M1 nicht. Nicht mit seiner aktuellen Befehlsstruktur, weil er kann ja nicht zur gleichen Zeit zum Beispiel, ja, ihr könnt mich jetzt steinigen. Ich habe jetzt gerade nicht so viel, ja, wie das programmiert wird, im Hinterkopf. Ja. Der M1 ist ja ein RISC und das muss man ja erstmal spezifisch schnell umsetzen können, dass eben halt der Befehl von XIST, also den x86er, der ja sagt, ich sage einfach mal beim Rennauto, jetzt in dieser Situation ist mein Reifen im Eimer, hat eine hohe Temperatur, die Bremsen funktionieren nicht mehr richtig, das muss simuliert werden, das geht wahrscheinlich, ich glaube, das geht meistens über die CPU und die ganze Umgebungsgrafik bleibt ja dann auch noch zu berechnen. Und ich denke mir, wahrscheinlich ist es beim RISC etwas komplizierter oder umständlicher. Man muss es da irgendwie schaffen, dass die Befehle ruckzuck hintereinander kommen, während der eine Befehl eben halt beim ganz normalen Gaming-PC bereits da ist. So erkläre ich mir das, dass das irgendwie nicht umsetzbar ist, weil es war ja auch schon vieles auch selber vom Mac, ja, vom Mac OS auch so gegeben, dass es nicht funktioniert hat. Dieses Formel 1 2016 ging ja vorher bei Catalina nicht. Und auch nicht unter dem Intel-PC. Ich hatte ja vorher ein MacBook Pro mit Intel-CPU. Lief da auch nicht. Also keine Chance. Also keine Chance, weil da muss irgendwas gewesen sein oder ja, vom Betriebssystem her, was eben halt nicht komplementiert werden kann, weil der ist ja auch extra nochmal umgerechnet worden. Oder wie das habt hier oben, wie heißt denn das? Grid zum Beispiel für iPadOS. Das ist eigentlich ganz okay. Macht auch Spaß, aber naja, da fehlen mir noch ein paar Sachen. Gut, ihr wisst schon, wie ich es meine. Man kann das absolut zurzeit nicht vergleichen. Man kann mit einem MacBook Pro und auch nicht mit einem Mac Mini oder später richtigen Mac auf M1-Basis zurzeit ordentlich spielen. Außer Asbach-Uralt-Spiele, Minispiele, Online-Spiele. Okay, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist. Vor kurzem, ja, vor einiger Zeit erschien ein neuer AMD-Prozessor. Der wird jetzt auch in einem Laptop verbaut von, war das HP? Nee, HP war es nicht. Da komme ich jetzt nicht drauf. Also, was mir auf jeden Fall nur aufgefallen ist, dieser Vergleich wieder. M1 gegen einen, ja, x86er-Prozessor, egal wer es ist. Vor allen Dingen hat dieser Vergleich ja auch noch gehinkt, weil er ja nebenbei noch das Betriebssystem mitschleppen muss. Ne? Wenn man rein von der Performance guckt, dürften die ja eigentlich relativ ja, gleich sein, die Prozessoren.
Aber da fing man wieder an zu sagen, okay, der Apple ist ja viel besser, viel effizienter, rechnet auch viel besser. Ist ja logisch, die Peripherie passt ja wieder. Ja, Betriebssystem und das Bildbearbeitungsprogramm. Während man dann beim neuen AMD, der wirklich Hammer ist, der auch Intel-Bisse abhängt, wie man sagt, ja, der ist ja gar nicht so schnell. Ja, warum ist der denn nicht so schnell? Erstens wieder der x86er-Befehl, ist logisch. Dann habt ihr das Windows, was den einbremst und natürlich die entsprechenden Bildbearbeitungssoftwaren, Software eben halt an dem anderen Laptop, was getestet wurde. Ist ja logisch, das kann man so nicht eins zu eins vergleichen. Es ist unmöglich. Bevor mich jetzt jemand steinigt, ja, ich fand es, selbst als hier noch der Intel verbaut war, das ist zwar das R, ich sage jetzt mal beim Pro, war eine Videobearbeitung an einem Apple-Produkt oder am Apple bedeutend schneller als an einem adäquat gleichschnellen Prozessor unter Windows 10. Ich hatte vorher nicht das Laptop, also nicht das Windows-Laptop da hinten, sondern einen anderen PC. Hat auch eine sehr potente CPU gehabt, mit dem habe ich auch gezockt. Aber in Sachen Videoschnitt, Rendering und Bildbearbeitung, was ich mache für YouTube zum Beispiel, wo es mir extrem aufgefallen ist, ist Apple grundsätzlich schneller, egal mit welcher CPU. Weil hier einfach das Betriebssystem und die Software perfekt miteinander harmonieren. Das muss man so eindeutig sagen. Es ist genauso, wenn wir jetzt schnell mal kurz einen Schwenk machen zum iPhone. Die Kamera ist nur eine 12-Megapixel-Kamera. Aber die Fotos bei Apple sind gigantisch. Warum? Weil Soft und Hardware perfekt zusammenarbeiten. Und man sich bei Apple eben halt auch einen Kopf macht, wie kriegen wir das hin, dass alles ordentlich passt. Das ist der Vorteil eben halt hier bei Apple, wo man wirklich sagen kann, ja, das passt. Aber man kann es trotzdem nicht ganz vergleichen, weil es sind unterschiedliche Befehlsstrukturen, unterschiedliche Betriebssysteme. Wenn es möglich wäre, zum Beispiel zu sagen, der AMD läuft jetzt auch über macOS, dann könnte man tatsächlich sehen, wer besser ist. Aber auch da behaupte ich wieder, Apple hat hier die besseren Hausaufgaben wahrscheinlich dann gemacht, weil es eben halt direkt nur für Apple gedacht ist und das passt einfach. Während man sagen muss, bei AMD und Intel, die müssen ja gefühlt zigtausend Hersteller bedienen, mit einer Bandbreite, die unglaublich ist. Der M1 ist nun mal der M1, der ist hier drin, im R, im Pro, im Mini. Was ist gar nicht, hat der iMac, ist zurzeit M1 noch, ne? Aber der ist halt nur dort drin und nirgendwo anders. Während man unter den Windows-Produkten halt hat, also AMD und Intel, die Dinger hängen sonst wo. Dann geht's los von Laptop-CPUs, Desktop, dann muss eine Ultrabox, also extreme mit sehr wenig TDP, oh, hört auf jetzt, das war wahrscheinlich schon wieder alles viel zu lang. So, das muss dort beachtet werden. Jeder Hersteller möchte es vielleicht ein bisschen anders, da muss ein günstiger Prozessor rein, da muss ein ganz cooler für die Gamer her und alles Mögliche. Das hast du hier nicht bei Apple. Du hast hier nur diesen einen Prozessor oder später dann halt der M2, der MX, MX1 oder 2, wie auch immer. Ne? Also man kann hier wirklich sagen, hier wird noch für ein System entwickelt oder für eine Umgebung und das war's. Wenn man beim anderen eben halt zigtausend Hersteller hat, die in unterschiedlicher Qualität arbeiten und da ist es ja halt so, ihr habt unterschiedliche Mainboards, Speicher, also RAM drinne, die Festplatten, SSDs und so weiter und so fort, was ihr hier eben halt abgestimmt generell in dem System ordentlich findet, ohne dass ihr hier sagen müsst, ja, in meinem Apple ist heute eine ESOS-Platine drinne, also ein Mainboard, oder in, was gibt es noch, ASRock, was nicht so ganz hochwertig ist mitunter, ihr wisst selber, was es alles noch gibt, ne? Das ist hier zu beachten. Und beim Lenovo hier hinten vermute ich auch, dass mein Mainboard mich da ein bisschen einbremst, dass der da noch nicht ganz so ist, so gut ist. Also ihr merkt schon, es ist alles nicht so leicht zu vergleichen. So, wie gesagt,
Hier kann man nicht weiter viel spielen. Viel spielen, groß spielen. Aber das, was geht, Transportfieber, City Skylines, was Einfaches. Es reicht mal aus für zwischendrin. Ansonsten zocken drüben und hier bin ich lieber ja, bei produktiven, ja genau, bei meinen produktiven Sachen. Okay, das soll es dazu mal gewesen sein, weil ich finde manchmal, dass diese Mac-Welt zu einseitig berichtet. Gut, das ist natürlich dann auch beim Android, bei einer Android-Zeitung so oder beim Android-Portal, Windows-Portal. Mein Problem ist, ich kenne alles. Ich weiß, nein, nicht alles. Linux mag ich eigentlich nicht so, aber ich kann mit Android umgehen, mit Windows, mit Apple OS. Ich habe kein Problem, mich an neue Sachen anzupassen. Ich bin da immer neugierig und dementsprechend klappt es auch. Ne? Manche schimpfen über das Betriebssystem von Samsung. Finde ich super. Kein Problem. Dann eben halt über die billigen Chinesen. Auch kein Problem. Also das ist ja eben halt, wenn man sich beschäftigt, alles kein Problem. Auch mit Apple nicht. Wo andere sagen, hier Apple ist ja eine Katastrophe, da bist du ja so eingeschränkt. Nee, bin ich nicht. es ist immer alles so, wie man sich das selber einrichtet oder aufbaut. Dementsprechend arbeitet man damit. Hier ist zum Beispiel natürlich mein Problem, ich kann ja nicht vom Androiden gleich direkt was draufspielen. Okay, also Fotos und so weiter. Unbedingt nochmal so ein Programm oder auch hier mir raufschmeißen, zu schmeißen, was Android öffnet, möchte ich nicht. Deshalb mache ich das schnell über Trick 17, über den Windows-PC und dann ziehe ich das über die Festplatte rüber. Das geht alles oder in die Cloud rein, wie auch immer. Also man kann schon produktiv arbeiten und sich mit jedem irgendwie ein bisschen arrangieren. Gut, das war es dann von mir für heute. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben wäre nicht schlecht und vielleicht lasst ihr noch ein Abo da. Kommentiert ruhig was rein, was euch aufgefallen ist. Vielleicht ist es dann auch für mich noch ein Anstoß, um nochmal nachzuschauen, was da anders ist oder was ich vielleicht noch beachten kann, zum Beispiel beim Apple, wo er sagt, okay, hallo, da ist doch was viel anders, als wie du erzählst oder so. Ich bin immer neugierig und das macht mir eben halt Spaß. In diesem Sinne, habe ich schon gesagt, wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf meinem Kanal. Ciao, bye bye, sagt euer Ulrich. Tschüss.